Entdecken Sie jetzt Ihre Lieblingsexperten auf Wikisana. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Gipfeltreffen im Format Kolloquium Medizin. Schön, dass Sie eingeschaltet haben, liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer. Heute wollen wir uns mal darüber unterhalten, wie wir ohne Zwang am besten zu einer persönlichen Lebensgestaltung kommen. Denn wir erleben einfach immer mehr, dass uns Medien und schlaue Leute vorschreiben wollen, wie Leben wirklich gut funktioniert. Aber das ist meines Erachtens immer eine sehr einseitige Perspektive. Wir wollen mit meinen heutigen Experten, die hier in dieser Runde sitzen, mal schauen, dass wir möglichst viele Dinge beleuchten, wie wir am besten ohne Zwang zu einer guten und persönlichen Lebensgestaltung kommen können. Bei mir sind heute Professor Dr. Gertraud Berker-Schmidt, Professor Dr. Clemens von Schacki, Professor Dr. Alexander Rondek und Magister Dr. Markus Stark. Ich freue mich auf meine Experten und lade Sie ganz herzlich ein, mir in die Sendung zu folgen. Bis gleich. Herzlich willkommen, grüß Gott. Servus. In die schöne Runde. Schön, dass ihr da seid und dass ihr euch Zeit genommen habt für dieses eminent wichtige Thema, wie ich meine. Also ich habe schon eingeleitet, die Medien wollen uns ja ständig verkaufen oder sagen, wie es richtig geht. Und wir wissen auch, dass manche Dinge eben einfach auch bestimmte Absichten haben, warum man es in eine bestimmte Richtung vielleicht lenken möchte. Jetzt schauen wir mal uns an, welchen Zwängen wir denn unter Umständen unterliegen. Vielleicht fangen wir mal bei dir an, Markus. Du fängst schon an. Also ich bin ganz zwanglos gekommen, also ganz freiwillig. Sehr gut. Zwänge, Schönheitsideale ist natürlich ein Riesenthema. Ah, sehr gut, ja. Gewichtsreduktion ist sehr viel ein Thema. Es ist immer ganz lustig zu beobachten, eine Frau sagt, die weiß, die sich jeden Tag abwiegt, schildert, heute hatte ich 62,3. Ist am nächsten Tag 62,8, ist schon oft für manche ein Dilemma. Warum, wieso, weshalb? Wenn ich einen Mann frage um sein Gewicht, weil ich hatte vor einem halben Jahr, glaube ich, 83 oder so, keine Ahnung so. Schauen wir mal. Ist das bei den Männern noch nicht angekommen? Weniger. Okay. Also mir fällt es auf, bei meinen Kunden, dass es etwas weniger ist, das Gewicht. Und Zwänge, Kalorien zu zählen, die wiegen ab. Jedes Kalorien, Points zählen oder mit einem Zwang das Gewicht zu erreichen, das erzeugt ja wiederum Stress. Wenn ich das nicht erreiche und stresse und mit einem darauf folgenden erhöhten Cortisolspiegel, ist Gewichtsreduktion so fast wie unmöglich. Also das kann nicht funktionieren. Und wenn das artet ja bei manchen aus, dass sie wirklich, ich hatte eine Kundin, die hatte 13 Jahre lang maximal 800 Kalorien pro Tag gegessen. Wie viele Jahre lang? 13. Und das Gewicht war? Sie hat am Anfang abgenommen, war stabil und hat dann die letzten Jahre ca. 10 Kilo wieder zugenommen, trotz wenig Kalorien. Das ist so ausgeartet, dass wenn du dem Körper so lang so wenig Kalorien zuführst, dass deine Organe eigentlich kleiner werden. Keine Organe brauchen wenig Kalorien. Use it or lose it, oder? Wenn du dann die Kalorien etwas erhöhst, ist das eigentlich schon wieder Status, dass du zunimmst. Also so weit kann das ausarten und dann kommen ja die ganzen medialen Schönheitsideale, wo Mädels Models nacheifern und was auch immer, so wollen sie ausschauen, dass sie mich akzeptieren in der Welt. Also, jeder Zwang ist irgendwie nicht wirklich optimal, sage ich mal. Ein Ziel haben, ja, aber das zwanghaft zu erreichen, finde ich nicht optimal, also nicht gesund. Wir haben uns auch im Vorfeld darüber unterhalten, über den Zwang, sich gesund zu ernähren. Gibt es auch, war mir anfangs ehrlicherweise neu, aber logisch, klar, natürlich. Hast du da Erfahrungswerte? Ja, also wir haben auch Patientinnen, die sind mehr davon betroffen als Patienten, die natürlich so einen Optimierungszwang haben, alles was Ernährung betrifft. Also ist häufig die Frage, die schildern mir dann eine, ich würde mal sagen, eine sehr, sehr einseitige Ernährung und fragen dann, wie kann ich das noch optimieren? Natürlich gibt es wissenschaftliche Erkenntnisse zu dem Zuckerverbrauch, was Zucker bei uns im Körper macht, dass uns bestimmte Mikronährstoffe oder Vitamine fehlen können, die wir ergänzen müssen. Aber wenn es dann in eine Richtung ausartet, wo ich versuche, um jeden Preis, und jeden Preis kann zum Beispiel auch der soziale Rückzug sein. Das heißt, die trifft gar nicht mehr ihre Freundin, weil die sagt, wenn die essen, da finde ich gar nichts zu meiner Ideologie, nenne ich das,
meiner Vorstellung, was gesundes Essen ist. Und dann trifft die sich nicht mehr mit ihren Freundinnen, beklagt dann natürlich, dass sie sagt, ich habe kein richtiges Sozialleben mehr, aber auf Kosten der Gesundheit. Und diese Verbindung, dass vielleicht eine extrem eingeschränkte Ernährung, egal ob sie gut oder schlecht ist, das lasse ich mal zur Seite stellen, sondern nur, dass sie sich für einen einzig richtigen Weg entscheidet und wer diesen Weg nicht geht, lebt ungesund. Und er wird es später merken, dass er an Herzinfarkt stirbt und dass er an Krebs stirbt und dass er überhaupt stirbt. Also sie wahrscheinlich nicht, also zumindest von der Idee her. Und das macht es so schwierig, dass diese Gedankenwelt sich sehr fokussiert auf eine bestimmte Lösung. Das Problem ist, dass wir, jetzt kommen wir kurz zu den Medien, in den Medien hören, heute ist das wichtig, Low Carb, nicht sagen, um Gottes Willen, nur nicht Low Carb, die Fette sind unglaublich wichtig, dann fettreich, die Nächsten sagen, nein, es müssen wieder die Kohlenhydrate sein, denn wir als Neandertaler haben damals in dieser Form diese Kohlenhydrate zu uns genommen und die Menschen werden orientierungslos. Also jetzt war es, also vor 2 Wochen war es noch so, jetzt ist es so, es gibt auch eine große deutsche Zeitschrift, die hat eine bestimmte Diät, die sie in jeder Zeitschrift definiert. Die Diät ist aber von Zeitung zu Zeitung, also von Woche zu Woche anders. Warum? Weil nicht jeder darauf reagiert. Ja, und man versucht natürlich, denkt man sich, und stürzt sich dann drauf und es wird zu einer Ideologie. Ich schränke mein Wissen und meine Gedankenwelt auf das ein. Und das macht es so schwierig, weil man grundsätzlich in dieser komplexen Welt, wo ständig irgendwelche neuen Informationen sind, ich mich nicht mehr zurechtfinde. Und der Mensch neigt dann dazu, einfache Lösungen zu suchen. Also nicht so ein differenziertes Bild. Und darum finde ich das so schön, dass wir so eine unterschiedliche Runde haben, wo jeder aus seiner Sicht einen Beitrag mitgeben kann. Was es natürlich komplexer macht. Aber nochmal kurz zurück. Je komplexer das wird, desto mehr versucht man, in eine Richtung zu gehen. Weil man für sich sagt, boah, ich überblick's nicht mehr. Ich gehe nur noch diesen Weg und anscheinend ist dieses Medium so überzeugend, dann mache ich das. Ich habe als Laie ja auch die Kompetenz einfach nicht, um das richtig einschätzen zu können. Ja, es ist auch ein einseitiger Weg, blendet natürlich viele andere Dinge aus. Und ganz ehrlich, wir Menschen sind erstens viel komplexer als nur ein Weg. Zweitens ist jeder Mensch unterschiedlich. Also es sind schon mal 2 Varianten, die hinten und vorne nicht klappen können, wenn man sagt, alle Menschen sollten sich nur so und so ernähren. Vielleicht kann man sagen, die meisten Menschen sollten dies oder jenes meiden, weil man weiß, dass es schädlich ist. Also ein zu hoher Zuckerkonsum oder kein Schlafen, nehmen wir mal was ganz anderes. Wenn man sagt, zu wenig Bewegung, das weiß man alles. Mhm. Aber nur einen einseitigen Weg wird man damit nicht glücklich. Das stimmt. Darf ich nur ganz kurz noch eine Frage nachschieben? Von diesem Zwang, sich gesund zu ernähren, der ist ja eigentlich dann im Normalfall auch wahrscheinlich schon begleitet von einer Angst vor diesem oder jenem Lebensmittel. Geht das da einher? Ja, definitiv. Ja. Angst. Du sagst, okay, wenn ich natürlich jetzt einen Kunden habe und der will eine Beratung haben oder massive Darmprobleme, dann erkläre ich ihm, das nehme ich jetzt raus, weil das weiterhin Störungen verursachen kann. Die machen das zu 100%. Die machen immer so 90-10-Prinzip, sage ich mal, gesunder Darm, 10% davon, das muss er vertragen oder sollte verträglich sein. Die rufen mich an, Herr Stark, darf ich Kaugummi kauen? Ja. Wie oft? Wie lange? Nein. Ja. Wie oft darf ich Kaugummi? Wie lange? Welche Kaugummi darf ich kauen? Was darf nicht drin sein? Ab jetzt, welche Zahnpasta darf ich verwenden? Ist das drin? Da wird jedes Lebensmittel analysiert und sagen, das kann ja schaden. Darf ich das nicht? Also da sage ich, hey, keep it simple. Ganz einfach. Frisch, biologisch, wenn es geht, naturbelassen und fertig. Aber da wird alles thematisiert. Und komplex. Und das ist ja wieder ein Megastress. Aber ich habe gehört, in dem Lebensmittel hat man jetzt festgestellt, da ist das und das jetzt vermehrt drin. Aber dann sollte ich das doch gar nicht, weil das ist doch für meine Zellen schlecht. Und dann fängt man an, also gut. Ja. Das illustriert, dass eben die Orthorexie ist eine Zwangsstörung, wie viele andere auch. Und das sind Leute, die sich zwanghaft in einer Form ernähren, die sie für gesund halten, die es aber inhärent nicht sein kann.
Ja, weil dadurch, dass sie, wie es gerade geschildert wurde, dass sie sich so verengen auf nur wenige Möglichkeiten in ihrer Ernährung, erreichen sie das Gegenteil. Häufig sind die auch sehr schlank, sehr mager. Und das rückt es auch so ein bisschen in die Nähe von der Anorexie. Sind also aus der Gruppe der Zwangsstörungen. Und das ist unser Thema, nämlich Zwang zu einer gesunden Ernährung. Der Extremfall ist in die Orthorexie, wo Leute sich zwanghaft so ernähren, wie sie es für gesund halten. Das ist letztlich eine traurige Geschichte, weil es eine Erkrankung ist, die auch sehr schwer zu behandeln ist. Das haben wir gerade auch illustriert gehört, weil überhaupt Zwangsstörungen relativ schwierig zu behandeln sind. Auch hier wieder das Beispiel der Anorexie, an der insbesondere Frauen auch mal jahrzehntelang leiden, weil sie so schwierig zu behandeln ist. Andere Zwänge haben wir natürlich auch, die auf unsere Ernährung wirken. Und da gibt es auch immer wieder, ich sage jetzt mal, offizielle Stellen, die gerne Zwang ausüben würden. Dazu gehört zum Beispiel in meinen Augen diese Ernährungsampel, dass man auf einmal erklärt, dass irgendwelche Lebensmittel gut oder schlecht sind, aufgrund von Daten, die, ich sage jetzt mal höflich, teilweise nachvollziehbar sind. Ja? Und das wird dann versucht, in die Richtung eines Zwangs, eines staatlich verordneten Zwangs zu rücken. Und da muss ich auch sagen, die Menschen sind viel zu unterschiedlich. Dem einen, der eine ist so, der andere ist so. Der eine braucht das, der andere braucht es nicht im gleichen Maße. Sodass auch aus dieser Ecke der Zwang in meinen Augen kein geeignetes Mittel ist, um zu einer gesunden Ernährung zu kommen. Also ich habe dir noch behalten, was du sagen wolltest. Gut. Also ich wollte einmal sagen, ich wollte einfach einmal daran erinnern, wie viele Ideologiebildungen es in den letzten Jahren gegeben hat und dass Ideologiebildungen immer zur Enge führen und immer zur Einschränkung führen. Und egal, ob wir das jetzt mit Klimaschutz oder mit der ganzen Corona-Geschichte oder mit Religionen, es sind immer die Ideologiebildungen, die einengen. Und die so einengen, dass man eben in diese Enge ist auch mit Angst verbunden. Und das ist natürlich verbunden mit Zwang. Also das ist eine Wirkaskade. Wenn ich jetzt schaue, wie viele Ideologiebildungen es jetzt gegeben hat in diesen letzten Jahren, früher hat es die auch gegeben. Aber die Ideologiebildungen, die hindern uns überhaupt an der Fülle des Lebens. Ist aber auch interessant, diejenigen, die so eingeschränkt sind in ihren zwanghaften Verhalten, da sind ja fast Diskussionen gar nicht mehr möglich. Richtig. Die lassen das gar nicht mehr zu. Die sind so einzementiert, das kannst du erklären, wie du willst, offene Diskussionen. Ich habe jetzt letztens lachen müssen, hat man eine, wie du sagst, gerade die Klimakleber, es ist ja auch so ein aktuelles Tagesthema, was uns jetzt betrifft. Die Dame ist in Tränen ausgebrochen, weil sie hat gehört, der Amazon ist gekippt. Amazonas ist gekippt. Ja, was heißt gekippt? Ja, ist gekippt, sie weiß nicht, aber es ist gekippt. Sage ich. Und wir brauchen keine Ideologie, wir brauchen ein bisschen mehr Hausverstand auch wieder in allen Richtungen. Setzen wir mal einen Hausverstand ein und, da brauchst du Öffnung. Und diskutieren wir offen über alle Themen, das ist ja berechtigt. Und mich trifft es halt in der Ernährungsthema und wenn es in die schwerste Form in einen Zwang geht oder einer Störung, psychischen Störung, ist die Anorexie. Ja. Ja, die haben ja, aus meiner Sicht ist das fast immer ein psychologisches Problem, doch der Vaterkonflikt. Der weit zurückliegt, anerkennt. Das ist für mich ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom dieser Person und finde ich fast immer familiäre Probleme. Und das ist halt die schwerste Form und da hilft, ist Kalorien eigentlich gar nichts. Also da macht man zwanghafte Ernährung, was ich ja fatal finde, bis runter, bis zum Schlauch runterstecken, um Kalorien reinzukriegen. Das widerspricht ja komplett der natürlichen, sage ich mal. Und die Mädels sind halt eher dort betroffen, zwanghaft irgendein Ideal nachzulaufen wie die Burschen. Das fällt mir auf und fallen in eine Suchtfalle oder gehen in, sagen, ich werde jetzt da vegetarisch, vegan oder der andere wird Pescaria, der andere Frutaria und der andere ist nichts und keine Ahnung. Auch der Sport kann in einem Zwang enden. Mhm. Die wollen zwanghaft ihr Ziel mit Gewicht erreichen. Sport kann süchtig machen. Und wenn es die Kombination ist mit Essen weglassen und dann zwanghaft Sport betreiben, das geht eine Zeit lang gut. Aber dann sieht man schwere krankheitliche Störungen. Markus, du hast natürlich recht. Nur wenn du so eingeengt bist,
dann hast du keinen Hausverstand mehr. Geht nicht mehr, ne? Das geht nicht mehr. Das ist halt ja, geringer. Es ist genau das. Also so, ich habe zum Beispiel, das ist wirklich ein Beispiel davon, wenn du nichts anderes tun darfst als Kind, also man muss jetzt einen Geiger produzieren zum Beispiel, der muss den ganzen Tag üben. Und im Endeffekt hat der nur mehr ein geigenförmig eingeengtes Gesichtsfeld. Und wenn dann Pubertät kommt, das wird so schwierig, weil wenn etwas anderes jetzt auftaucht, was also dem nicht mehr entspricht, dieser Wahnsinnseinteilung, 6 bis 8 Stunden am Tag zu üben, ja, dann passiert plötzlich irgendwas, was also ganz schwierig wird. Und manchmal geht es so weit, dass die sich also einsperren, weil die Eltern so dahinter sind. Also ich habe das wirklich erlebt, dass die psychotisch werden. Also dass die nur mehr eingesperrt sind und außer Selbstbefriedigung und Eingesperrtheit und Geige gibt es nichts mehr. Und das ist katastrophal. Also nur immer wieder diese Einengung. Und wir haben Einengungen in den letzten Jahren gewaltig erlebt. Und zwar wirklich gewaltig. Und jetzt verlangen wir von den Leuten, dass sie offen sind. Also das ist ein bisschen schwierig. Aber was treibt dann Menschen dorthin, vielleicht Anerkennung zu erzielen in der Gesellschaft, akzeptiert zu werden in der Gesellschaft, anerkannt, ein Ideal nachzulaufen, ich bin schlank, ich schaue gut aus und ich möchte die Anerkennung. Natürlich, du kennst doch die Geschichte mit der Selbstoptimierung. Ja. Das ist doch nichts anderes, das eigentlich gegen dich selber gerichtet ist, dass du so leistungsfähig wirst, dass du in dieser Welt der Gewinnmaximierung halt realisierst. Ja. Und wenn die Gier das oberste Gebot ist, ne, entschuldige, was soll dann daraus werden? Die Mädels halt jetzt damit mit TikTok und Instagram und Selfies rein und hoffen, dass genügend Likes sind und Daumen hoch. Wenn dann 10 Daumen runterkommen, aber du bist wieder dort, Anerkennung. Ja? Wirklich, also dieses Erkanntwerden, Anerkennung zu kriegen. Und die glauben dann, dass das Beziehungen sind. Das sind gar keine. Ja? Und die größten Missverständnisse, die du dir erzeugen kannst, sind flugs da, wenn du mit dieser ganzen SMS-Geschichte versuchst, irgendein Problem zu lösen. Das wird nur größer. Und da mischen sich 10, 20 Leute ein und jeder mit seinen Projektionen. Da kann nichts mehr rausschauen. Ich wollte noch mal kurz auf das Thema Ernährung zurückkommen. Es ist jetzt ein paar Jahre her, da auch in meinen Augen mehr eine Ideologie als eine Ernährungsform. Da war auf einmal die vegane Ernährungsform die Lösung aller Übel. Und da waren sendungsbewusste Personen unterwegs, die einem erklärt haben, die vegane Ernährungsform ist die ultimative Ernährungsform. Und wer Kritik geäußert hat, das erinnere ich mich noch sehr gut, das war seinerzeit der Professor Koletzko vor ein paar Jahren, der hat gesagt, ein bisschen wenig B12 in der Schwangerschaft ist das vielleicht problematisch. Der wurde medial kurz und klein gehauen. Kurz und klein gehauen. So, jetzt ist diese vegane Ernährungsform jetzt ein paar Jahre schon unterwegs. Und ich hatte vor 2, 3 Jahren einen Vortrag zu halten vor Veganern. Ich habe mich gefürchtet. Ja. Angst. Weil ich mir gedacht habe, mir geht es so wie Professor Koletzko, wenn ich den Veganern sage, ihr habt ein bisschen wenig Omega-3 an Bord, das ist zu wenig. Und dann habe ich diesen Vortrag sehr sorgfältig vorbereitet, sehr sorgfältig gehalten und habe es überlebt. Im Gegenteil, ich habe Zustimmung erfahren. Das heißt, auch die waren in einem gewissen Maße lernfähig, die sind aus dieser Ideologie ein wenig herausgetreten, sind aus dem Sendungsbewusstsein ein wenig herausgetreten. Inzwischen gibt es offizielle Stellungnahmen, zum Beispiel auch der deutschen Bundesregierung. Das ist de facto eine Liste der Substanzen, die in der veganen Ernährung fehlen. Und die doch bitte von den Veganern supplementiert werden sollten. Und diese Liste ist inzwischen auch in den offeneren veganen Communities akzeptiert. Ja, das heißt, da gibt es Möglichkeiten, wenn man das so eine Zwanghaftigkeit oder also ein Sendungsbewusstsein hat bei Personen, die noch einer rationalen Argumentation zugänglich sind. Das sind nicht die Orthorektiker, das sind auch nicht die Anorektikerinnen, sondern das sind eben, ich sage jetzt mal, doch deutlich normalere Menschen, die nicht eine Zwangserkrankung haben, sondern eine Spielart einer Ideologieform, die dann noch mit rationalen Argumenten zugänglich sind. Aber ich habe gestaunt darüber, wie unkonfrontativ das
dann mit den Veganern möglich war, zu sprechen. Also da liegt viel an dir, weil du großartig sie ein bisschen verführen konntest. Also das ist auch ein großes Geschick und das finde ich großartig. Ja, das bin ich ja nicht allein, sondern es ist... Nee, aber dort, aber was hat sich geändert mit dem Vortrag... Also für mich stellt sich die Frage, was hat sich geändert zwischen den medialen Auseinandernehmen des Kollegen ein paar Jahre vorher und jetzt deinem Vortrag? Was ich in meinen Augen auch nicht nur die Liste der Bundesregierung, wo die sagen, ach so, jetzt verstehe ich, dass die Bundesregierung hat das und jetzt ist klar, jetzt sind wir auch offen. Sondern es muss ja was anders passiert sein. Nein, was in meinen Augen passiert ist, vielleicht hänge ich das zu hoch, kann schon sein. Was in meinen Augen passiert ist, ist, dass man sich wissenschaftlich mit der Ernährungsform beschäftigt hat, dass man festgestellt hat, Omega-3-Index niedrig, B12-Spiegel niedrig und auch andere Spiegel niedrig. Man hat einfach mal geschaut, wissenschaftlich überprüft, wie wirkt sich die vegane Ernährungsform auf bestimmte Nahrungsbestandteile aus, auf die Spiegel der Nahrungsbestandteile im Menschen aus und hat festgestellt, oh Wunder, das, was nicht reinkommt, ist auch kaum noch da. Ja, und mit diesen Fakten, glaube ich, konnte man die Menschen dann dazu bringen, dass sie rationaler darüber diskutiert haben, dass man diese Ideologie, die es für mich immer noch ist, so ein bisschen wissen gerade, dass man diese Ideologie aufweichen konnte und flexibilisieren konnte, zum Wohle im Übrigen der Veganer. Aber du sagst ja auch, es gibt Stadien, wo man dann sagt, also bestimmte eben Anorexie oder Orthorexie, wo man dann sagt, da ist es nicht mehr möglich. Deswegen sprechen wir ja über Zwang. Mhm. In dem Moment, wo das in Richtung Zwangserkrankung geht, kommt man an die Leute nicht mehr hin. Ja. Also ich halte es ja gerne mit dem Sprichwort, der Kopf ist rund, damit das Denken seine Richtung ändern kann, ne? Und damit man auch mal andere Überzeugungen annehmen kann. Aber ist nicht auch das Problem ganz essentiell, dass man sich dann eingestehen muss, dass man für eine gewisse Zeit lang zumindest ein falsches Mindset zu dem Thema hatte? Ja. Aber das ist doch ganz ähnlich wie bei Sekten. Wir könnten jetzt genauso über Sekten reden. Für denen ist die Welt in Ordnung. Ja, aber ich meine... Das ist richtig. Aber manche kommen dort auch mal raus, das kann auch sein. Das Problem ist ja... Aber durch Fakten wirst du die nicht überzeugen können. Ja. Und darum fand ich das jetzt so spannend und hat mich das wirklich interessiert, weil ich erlebe das schon so, also da ist dann natürlich auch diese Komponente, kann ich das überhaupt den Tieren zumuten? Also diese vegane Ernährung mache ich ja auch deswegen, gibt es ja viele, die sagen, ich halte es nicht aus, ein Tier zu essen. Ja, dann aber doch sich wieder ein bisschen offener zu zeigen generell über Veränderungen, die in meinem Körper dadurch entstehen und dass ich denen was entgegensetzen muss. Finde ich ja, wenn ich spannend. Fakten, wissenschaftliche Fakten feststellen kann anhand der Daten, die ich erhebe, dann ist es eine andere Diskussion, als wenn ich sage es jetzt einfach mal, wenn ich über die Jungfräulichkeit mal von der Maria spreche. Ja, da ist es sehr, sehr schwierig, Fakten zu generieren, sondern das wird immer im Bereich des Glaubens bleiben. Im Übrigen ist Maria ja bekanntermaßen Jungfrau geworden im Jahre etwa 130 auf dem Konzil in Ephesus. Ja, vorher war sie das nicht. Ja, stimmt. Also die Fakten sprechen nicht unbedingt, und Jesus hatte Geschwister, und die Fakten sprechen nicht unbedingt dafür, dass das richtig ist, ja, aber das ist eben ein zentrales Dogma der Kirche und da ist es dann nicht mehr möglich, ja, sondern da reden wir über Glaubensfragen und da komme ich mit der Wissenschaft nicht mehr hin. Ja, aber da redest du über Dogmen. Und wofür sind die da? Die sind doch nur zur Machterhaltung und Machtentfaltung. Ich bewerte das jetzt erstmal nicht, ja, sondern ich sage nur, da ist ein Gespräch eigentlich sinnlos, ja, weil ich kann mit dem Papst nicht über die Jungfräulichkeit von der Maria sprechen, weil ich komme dann irgendwo hin. Ja. Und das ist eben bei den Ideologiebildungen, wenn die in Richtung faktenfrei gehen, dann ist es viel, viel schwieriger. Bist in der Sekte. Und bist viel, viel schwieriger, da dem mit Fakten zu begegnen, als wenn man, wie bei den, deswegen habe ich die Veganer gebracht als Beispiel, denen man sagen kann, schau, es ist so und so und da hast du noch die Möglichkeit, dir was Gutes zu tun. Ich denke, die Schwierigkeit ist auch, dass es natürlich Studien in jeglicher Richtung gibt. Ich bin mir sicher, dass die Veganer auch eine Studie zitieren könnten, dass sie länger und gesünder leben.
Ja, und das liegt aber auch daran, dass kaum ein Veganer raucht, dass kaum ein Veganer übergewichtig ist und so weiter und so weiter. Also es ist nicht nur eine Ernährungsform, sondern es ist ein Lebensstil. Mhm. Ja? Und das macht die Diskussion auf der Ebene schwieriger. Aber wenn man sagt, okay, ich habe hier gemessen, wie bei euch die Spiegel sind und ich sehe die und die Spiegel und das hat nebenbei noch die und die Konsequenzen, da kann ich fundiert diesen Rat geben. Im Übrigen ist es auch so, dass... Dann könnte der ja sagen, das ist mir egal, wenn ich länger und gesünder lebe, dann interessiert mich dann sogar drei Spiele gar nicht. Aber also ganz bewusst, was machst du mit den Hormonen? Ja? Was machst du mit den Hormonen, wenn die keine Menstruation haben? Ich nehme absichtlich jetzt nur, es ist nicht meine Einstellung. Das ist natürlich auch eine bisschen selektive Informationspolitik. Denn genau, das auf das wollte ich raus. Man sagt, leben länger, richtig, aber aufgrund des Lebensstils, ja, nicht rauchen, kein Übergewicht. Und was nicht so laut erzählt wird, was aber wissenschaftlicher Fakt ist, ist, dass Veganer mehr Schlaganfälle haben. Ja. Und deswegen gibt es da auch auf der Ebene durchaus eine Argumentationsebene, wie man mit den Leuten ins Gespräch kommen kann. Und das Schöne ist, man kann mit Fakten zu ihnen hinkommen, ja, weil wir von Fakten sprechen können. Mehr Schilddrüsenerkrankungen, mehr Hashimoto. Wenn eine Veganerin schwanger wird, hohes Risiko fürs Kind. Wenn überhaupt. Wenn sie überhaupt schwanger wird. Also das ist auch eine Ideologie. Aber es gibt auch zwanghafte, ich habe ja Patienten, wo ich sage, man versucht den Leuten eine gesunde Ernährung zu erklären und ich frage, was sie essen. Und da denke ich mir, was die essen oder trinken, sage ich, und der ist noch immer gesund? Das gibt es nicht. Da mache ich eigentlich alles falsch. Also man bemüht sich. Ich hatte einen Kunden, der hat 30 Jahre keine warme Mahlzeit. Jetzt frage ich ihn, was heißt keine warme Mahlzeit? Nein, ich jausne nur. Hartwürste, Käse, jause. Jeden Tag. Auch nachts. Steht in der Nacht auf. 30 Jahre. Lebt noch immer. Er war dann schon krank, wie er da war. Ja, war 65. Was trinken Sie so? Und die Frau sagte, sag jetzt, was du trinkst. Sie, naja, ich trinke ab und zu mal ein Bier. Sag, was du trinkst. Ja, so 10 bis 12 Bier. Täglich. Ja, also ich hatte wunderbare Blutwerte. Nein. So manche können Schindluder treiben mit dem Körper. Ja. Warum? Dem ist denn sein Körper eigentlich vollkommen egal, der reguliert. Irgendwann kriegt er die Rechnung präsentiert. Ja. Und diejenigen, die zwanghaft einem gesunden Blutbild nachlaufen, das ist oft vergebens, die essen alles und versuchen zu optimieren und es kommt nichts dabei gescheit raus, weil sie Angst haben, dass sie krank werden könnte. Und wenn ich Angst habe, vor irgendwas krank zu werden, dann wäre ich sowieso nicht gesund. Und das sind eben die wunderbaren Argumente, weswegen ich auch gegen staatliche Maßnahmen bin, weil die Menschen so unterschiedlich sind, dass sie nicht über einen Leisten geschlagen werden können durch irgendwelche Zwangsmaßnahmen von staatlicher Seite. Ich habe eine Frau gehabt, die hat 10 bis 20, wie sagen wir so, Bullendosen pro Tag getrunken. 10 bis 20 Dosen, war süchtig. Sie hat gesagt, ich kann nicht. Ich habe es geschafft, eine Woche das ihr rauszunehmen, aber 10 bis 20 Dosen pro Tag. Sie war Arzthelferin, sie hat nicht mehr. Sie glaubt, dass sie braucht das für die Energie, weil sie keine hat. Aber die hat wirklich ein Suchtverhalten in die Richtung gehabt. Ich hatte schon Kunden mit 5 bis 8 Liter Coca-Cola pro Tag. Lebt noch immer. Ja, Diabetes ist ein bisschen Übergewicht. Aber es ist wahnsinnig schwer, krank zu werden. Also der Körper ist nur immer darauf aus, sich gesund zu halten. Permanent gesund zu er optimiert sich selber. Und für mich verwunderlich, was manche Menschen hier reinstecken. Und der Körper funktioniert noch immer. Aber wir haben ja auch das Thema, dass der Körper, je jünger er ist, desto mehr Ressourcen hat er, die er dafür nutzen kann, für diese Regulation. Aber das geht sich doch vielleicht, je älter wird es doch auch dann knapper, oder nicht? Mit den Ressourcen. Mit den Ressourcen. Sag mal, du lebt kannst physiologisch 40 Jahre lang 40 Jahre jung bleiben. Es gibt 80-Jährige, die haben Werte wie 40-Jährige. Und es gibt 40-Jährige, die sind 80. Mhm. Biologisch. Ja. Also ist alles machbar. Ich glaube, all das, was wir in den ersten Lebensjahrzehnten in Lebensstil investieren, können wir hinten raus positiv mitnehmen. Und das zahlt sich aus im langen und vor allem in einem langen, gesunden Leben. Weil wenn du sagst, eine Person merkt doch nicht, ob sie einen Omega-3-Index hat von 2,5 oder 8 bis 12. Dem ist doch das egal. Er merkt es nicht, hat aber um 80% Risikominderung. Ich sage, warum tut er das nicht? Ich merke ja nichts. Das habe ich auch gesagt, solange bis ich mich immer wieder mit den Leuten unterhalten habe. Und es ist nicht so, dass man das nicht merkt. Die Leute merken es zum Beispiel an ihren Aufmerksamkeitsspannen.
relativ schnell. Die Leute merken es an anderen Aspekten der Hirnleistung relativ schnell. Die Leute merken es zum Beispiel auch am Blutdruck, die Leute merken es zum Beispiel auch an der körperlichen Leistungsfähigkeit. Herzfrequenz geht zum Beispiel schneller runter. Ja, aber die glauben, dass das der Normalzustand ist. Nein, nein. Die können sich zuordnen. Die, wenn Sie, ich spreche jetzt von denen, erst hatten sie einen niedrigen Omega-3-Index und dann haben sie ihn hochgefahren in den Normalbereich. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, was merkt ihr für einen Unterschied? Und wenn man dann weiß, wonach man fragt, dann schildern die deutliche Unterschiede bei diesen bestimmten Kriterien. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man das wahnsinnig viel in der Hand hat, um das eigene Leben und die eigenen Überlebensaussichten zu verbessern. Da gibt es herrliche Daten aus der Framingham-Studie. Die haben sich 65-Jährige angeschaut. Und wenn einer geraucht hat, also wir haben Hunderte gehabt, ja? Wenn diejenigen, die geraucht haben und einen schlechten Omega-3-Index hatten, von denen waren nach 10 Jahren die Hälfte tot. Wenn die entweder geraucht haben oder einen schlechten Omega-3-Index hatten, da war ein Viertel tot. Wenn sie weder geraucht, also wenn sie nicht geraucht haben und einen guten Omega-3-Index hatten, da war ein Achtel tot. Das ist, ja, das zeigt, was das für eine Wucht hat auf das Gesamtüberleben, zeigt aber auch, was man alles in der Hand hat, wenn man will. Ja, weil die Zigarette hat man ja auch in der Hand, aber man muss sie nicht in der Hand haben. Jetzt sind wir immer noch bei dem Thema Zwang. Wir haben so ein paar Zwangsdinge angesprochen. Es gibt ja noch sehr viel mehr Zwänge, die sich entwickeln in unserer Gesellschaft. Kannst du da aus deiner Praxis gerne auch noch das ein oder andere beitragen, Gertra? Naja, ich glaube, dass das, was so in den Anfängen so auch da ist, wo man es nicht so merkt, dass sich das alles verstärkt. Mhm. Also in der Zeit, in der wir jetzt sind. Und dass es extrem schwierig ist, damit auch wieder was zu öffnen, weil der Mainstream so anders ist. Und also ich kann jetzt nicht sagen, dass ich in meiner Praxis jetzt besonders auf Angststörungen fokussiert bin. Das bin ich eigentlich nicht. Aber ich sehe es einfach gesellschaftlich, wie das läuft. Mhm. Und wie viele Ängste jetzt einfach aufkommen und wie viel... Also diese Einengungen auch durch die Ängste, die produziert werden. Also das haben wir ja erlebt, das haben wir alle erlebt in den letzten Jahren, wie hoch das ist. Diese Angst sucht der Körper nach Lösungen, um im Gehirn Ruhe zu kriegen. Mhm. Und da greifen viele dann wieder zu Zucker. Denn Zucker ist die schnellst verfügbare Art, mein Dopaminspiegel zu heben. Mhm. Und Dopamin beruhigt mich. Ja, Dopamin gibt inneres Wohlfühlgefühl. Essen ist Belohnung. Immer. Wenn wir in der Evolution Nahrung gesucht haben, wir haben Nahrung gefunden, dann war Essen Überleben. Also, und dann hat es Belohnung gegeben, Relax, Dopamin wird ausgeschüttet. Und jetzt sind wir eben in einer Situation, wo die Leute den Dopaminspiegel künstlich heben wollen. Einerseits durch irgendwelche Adrenalin-Junkies. Sport kann süchtig machen nach Dopamin. Ja? Alkohol, ja? Und Zucker. Zuckersucht. Mhm. Und ich sehe, dass die Leute, also wirklich die mit ihren Essverhalten, ihren Zuckerspiegel hochschießen, runterfahren, hochspiegel, runterfahren. Also die Hyperinsulinämie und dann wieder Zucker. Die haben Antriebsstörungen, die haben Schlafstörungen, die haben chronische Müdigkeit, ja, essen 4, 5, 6 Mal pro Tag, meistens Kohlenhydrat, zuckerlastig. Und die Leute sollen wissen, je mehr Glucose und Eiweiß konkurriert um den Eintritt der Aminosäuren ins Gehirn. Je höher der Glucosespiegel, desto weniger Tryptophan und Tyrosin kriege ich ins Hirn. Das heißt, ich habe das Wohlfühlgefühl nicht dauerhaft, sondern nur kurzfristig. Ja, ich kriege durch zu viel Zucker einen Serotonin-Dopamin-Mangel im Hirn. Ja, und dann fällt das Spiegel ab und dann bin ich wieder gezwungen, wieder schnell was zuzuführen. Und so kommen wir in die Zuckersucht. Also, und bei Ratten weiß man schon lange, dass die zuckersüchtig werden, mehr wie nach Kokain. Und da kommt auch ein Zwang, Esszwang. Ich will Belohnung haben. Das kann natürlich ausarten auch in anderen Sachen. Zwanghaft Shopping kann eine Sucht werden, kann ein Zwang werden. Mädels Shopping. Also die Gucci-Tasche löst kurzfristig einen Dopaminstoß aus, fühlt sich wohl und dann stellt man sich wieder auf die Seite, ist der nächste Zwang. Und man verschuldet sich hoch. Und verschuldet. Und das ist das nächste Dilemma, ist wieder Stressdilemma. Mhm. Dann die Schuldenfalle. Ja. Oh Gott.
Was haltet ihr denn, was Gesundheit jetzt angeht, zu diesen Trackern, die es ja jetzt schon seit einiger Zeit gibt? Also die Armbanduhren, die dann irgendwas messen ständig und mir irgendeine Auskunft geben über meine... Gehört zum Zwang zur Kontrolle. Mhm. Das ist völlig klar. Lebe ich richtig? Ja. Also die Fülle des Lebens mit diesen Zwängen. Ich sehe es ein bisschen differenzierter, sage ich ganz ehrlich. Es gibt einfach von den Patienten viele, die orientierungslos sind, die nicht das Gefühl haben, bin ich jetzt unter Stress oder nicht. Da halte ich es für sinnvoll, um ein Gefühl zu entwickeln, weil das ist ja das, was vielen fehlt, dass sie ihr Verstand und ihr Gefühl eigentlich keine richtige Verbindung mehr haben. Die verstehen zwar vieles, aber wenn du sagst, ja, wie fühlen sie sich denn? Ja, keine Ahnung. Ich weiß nur, es ist falsch oder es stresst mich, ja. Mhm. Aber dieses Gefühl auch in Worte zu fassen, fällt vielen Menschen schwer. Das heißt, auch dieses Gefühl, es tut mir nicht gut oder es ist zu viel, das haben sehr, sehr viele Menschen verloren, weil wir natürlich, jetzt können wir noch mal ganz kurz auf die Schule gehen, immer, es werden Leistungen des Kopfes abgefragt und nicht, wie fühle ich mich. Kreativität spielt überhaupt keine Rolle mehr in den höheren Schulen, was ein großer Mangel ist. Das wird noch ein großes Problem für uns später werden. Aber die haben dieses Gefühl verloren. Und da nutze ich es doch sehr gerne, dass ich sage, dass die mir dann beschreiben, ah, so und so schaut es aus. Aber Punkt zwei, ich möchte sie, das sage ich denen auch von Anfang an, wir nutzen das nur als Übergangsmittel, um das Gefühl wieder zu bekommen, eine Brücke zu schlagen zwischen das, was ich messe und wie es sich anfühlt. Also wenn ihr zum Beispiel sieht, ah, jetzt bin ich entspannt, dass er dann sagt, okay, wie fühlt es sich denn an? Und dass ihm das wieder bewusst wird. Was aber schon passieren kann, und da bin ich kein Freund, Patienten, die mir dann sagen, also das ist hier meine Auflistung der letzten drei Nächte, ich habe so und so viele Minuten REM-Phase gehabt, so und so viele Minuten Tiefschlafphase und so. Und dass dann eigentlich das, genau, das gemonitort wird. Ja? Und wenn da schlecht draufsteht, dann fühle ich mich auch schlecht. Völlig falsch. Sag ich, lösen Sie sich von dem, Sie legen das Ding jetzt komplett weg, nehmen das überhaupt nicht mehr danach. Weil man muss auch ganz klar sagen, die Uhren, so gut die sind, die haben auch eine Fehlerquote, muss man ganz klar sagen. Und es macht keinen Sinn, sich auf Daten zu stützen, die dann nächtlich vielleicht eine Fehlerquote haben. Ja, und drum das weglassen, kann man, wenn man möchte, mit Elektrosmog noch kommen, weil wir natürlich hier dauernd wird gemessen. Genau, und. Das ist mir das Unsympathische. Da. Aber viele wollen so visualisiert haben, wie ihr Lebenszustand ist in einer Grafik. Ja, dann noch farbig dargestellt, rot, um Gottes Willen, nachts. Und grundsätzlich kann man aber sagen, das ist ja nur ein Parameter. Wir bestehen aus so vielen theoretisch Parametern, wahrscheinlich 2/3, die wir heutzutage noch gar nicht messen können. Und das soll ja nur ein Hilfsmittel für den Anfang sein, aber nicht, um sein Leben zu optimieren, zwanghaft zu optimieren, sondern über das Gefühl zu gehen. Das, was du jetzt so schön geschildert hast, war eigentlich, dass der Kopf im Bauch nicht mehr telefonieren darf. Genau, die Brücke, das also, ist das. Ja, aber dann geht es doch darum, mit mir wieder vertraut zu werden. Das heißt, auch dieses Selbstvertrauen hat was zu tun, ob ich mit in Anfang wieder mich wahrzunehmen in einer anderen Form. Das heißt, man kann sehr wohl auch mit einfachen Übungen auch wieder einen Kontakt zu sich selber kriegen und auch einmal dann drüber sprechen, das verbalisieren. Was habe ich jetzt wahrgenommen? Was spüre ich denn? Und das wird ja besser. In dem Moment, wo ich was verbalisiere, kann ich was aus dem körperlich Unbewussten ins geistig Bewusste heben. Ohne Verbalisation geht das eigentlich nicht. Und ich kann mich dann dran erinnern. Das heißt nichts anderes als nach innen gehen und wiederholen. Und dieser Vorgang ist wichtig. Es ist auch dieses Beschreibens ist so wichtig. Weil die Sprache differenzierter wird in dem Moment, wo ich was genauer beschreiben soll. Und überhaupt einmal die Konzentration wieder drauf. Was tut sich denn da überhaupt? Darum setzen wir also bei deswegen uns ist es so wichtig, diese Schulung der differenzierten Eigen- und Fremdwahrnehmung. Einfach sowas wie Ausdifferenzierung der Sinnesqualitäten. Darum setzen wir bei uns kraniosakrale Osteopathie ein, wo die Patienten, die selber noch nicht so weit sind, dass die meditieren, Atemübungen, das ist unglaublich, das stresst die. Ja? Und wenn wir über die manuelle Techniken, kraniosakrale ist eine ganz milde Form,
nur im Kopf-Nackenbereich, wo die Hirnnerven austreten. Da kann ich beruhigende Stimulierungen geben. Und der Patient kann dann danach, und das sehe ich genauso wie du, verbalisieren, wie haben Sie sich denn gefühlt? Wann haben Sie denn, beschreiben Sie doch einfach mal. Das fällt Ihnen ja am Anfang schwer. Ja? Genau darum geht es aber. Ja, genau. Und das müssen Sie trainieren. Mhm. Aber ich kann natürlich nicht jeden Tag mit dem therapieren, sondern, und das ist das, warum ich vorhin gesagt habe, ich nutze es als Hilfsmittel, damit er das Gefühl kriegt, wo bin ich denn, wie fühlt sich's an? Und sehe ich denn, dass das hier auch? Ja, und das ist die Kombination. Genau, die kannst du ihm Übungen mitgeben. Kann, aber das kann auch zwanghaft enden und in die Zukunft. Das heißt, es wird ja alles vernetzt. Jedes, alles wird über Monitoring überwacht. Dein Zuckerspiegel war zu hoch, zu nieder. Was, whatever, was dann noch kommen wird. Dein Serotoninspiegel ist nieder. Nimm das, dann bist du glücklich. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ich hatte eine Kundin, die ist eingestellt worden, bekam eine Pulsuhr und ihr Coach hat gesagt, 130 ist dein altersgerechter Puls. Und sie ging in der Gruppe immer mit dieser Pulsuhr und sobald es über 130 war, pieps, 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 ich muss langsam gehen, ich bin überlastet. Pieps, 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 ich muss langsam gehen, überwachtet. Ja, warum? Ja, mein Coach hat das gesagt. Also da ist die Eigenverantwortung völlig und das ist nur mehr der Monitor, der ihr Leben bestimmt. Und das ist wieder, die Eigenverantwortung verschwindet und ein Monitoring überwacht mich und es kann nichts passieren. 24 Stunden, EKG rauf, runter, rechts, links und alles ist okay. Und es wird noch schlimmer werden in Zukunft. Also ich finde, das wurde jetzt gerade sehr schön geschildert, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, wieder mehr Zugang zu sich selbst zu bekommen. Und so eine Uhr kann ein Tool dazu sein. Man kann auch ohne diese Uhr diesen Zugang gewinnen. Wichtig ist, dass man sich selber wieder stärker spürt und das nicht zum Zwang werden lässt. Ja. Ja. Und so eine Uhr ist natürlich auch immer nur ein Anzeiger eines Kurzzeitparameters. Definitiv. Ja. Und die Kurzzeitparameter sind alle hübsch und nett, aber dennoch werten wir Ärzte den HbA1c stärker als den Blutzucker. Ja, wir werten die 24-Stunden Blutdruckmessung stärker als die Einzelmessung. Das heißt, da gibt es eben noch andere Parameter, die wir da mit in unsere Betrachtungen einbeziehen müssen und die sich dann eben auch stärker langfristig auswirken. Da gibt es ja auch manche, wie du sagst, die Selbstwahrnehmung ist ja komplett konträr zu dem, was wirklich ist. Sage ich, wie schlafen Sie? Naja, eigentlich gut. Wie hoch ist der Stresspegel? Ja, zwischen 0 und 10. Ja, die letzten Monate auf 9. Dann machen wir mal eine 24-Stunden HRV-Messung. Ja, der schläft im Sympathikus-Tonus durch. Also es gibt keinen Parasympathikus. Obwohl die glauben, sie schlafen entspannt und gut. Also die Selbstwahrnehmung ist da komplett was anderes, als was dann, das ist ein Spiegel, der einen aufzeigt schon sehr. Das stimmt jetzt nicht. Wir müssen oder sie sollten einen Weg einschlagen, dass das in der Nacht wieder verbessert wird. Der Stresspegel ist so hoch und da helfen diese Tools natürlich. Dass den wieder das zu visualisieren. Visualisieren. Besonders Männer brauchen gerne Fakten. Ja. Frauen kommen eher über das Gefühl. Also eher. Ja. Also es ist nicht immer so, aber es hilft manchen, die besonders in ihrem Beruf sehr faktenorientiert sind, zu sagen, tut mir leid, so ist es. Also das, was Sie jetzt mir sagen, passt eigentlich theoretisch nicht zu dem, was wir uns gerade sehen. Ja, also es ist immer auch da wieder zu schauen, passt das individuell zu diesem Menschen auch mit diesem Ding. Ich kann mir vorstellen, also diese Schrittezähler, die fand ich mal ganz spannend eine ganze Zeit lang, wenn man eben einfach grundsätzlich in seinem Alltag sich zu wenig bewegt und dann hat man was, wo man ein bisschen Orientierung hat und sagt, okay, soll habe ich noch nicht erfüllt, ich sollte vielleicht doch noch ein paar wo Schritte tun. Wo sind die 10.000 Schritte her? Ja, gute Frage. Weil der erste Schrittzähler, den man entwickelt hat in Japan, ich glaube, ist ohne was nicht weiter ging mit 10.000. Das ist ja spannend. Die 10.000 sind okay. Also, das ändert aber nichts daran, dass diese Schrittzähler eine wertvolle Hilfe sind. Ja, definitiv. Und es wird auch ja schon von zum Beispiel Krankenkassen eingesetzt, die sagen, wenn du einen Schrittzähler nimmst und wenn du jeden Tag so und so viele Schritte gehst, im Schnitt, dann bekommst du einen günstigeren Tarif. Das heißt, es ist auch schon bei den Krankenversicherern angekommen, dass man selber mit seinem Lebensstil aus sich gesünder machen kann. Ja, und sei es jetzt nur der Schritt. Die Gefahr steht aber, wie weit geht dieses Überwachung und Monitoring Richtung Daten, meiner Gesundheit Daten. Wenn du verknüpft bist mit dem Hausarzt,
nehmen Sie Ihre Pille, Alarm, und das brauchen Sie nicht, die Zuckerspiegel, Sie bewegen sich zu wenig, und wer diktiert dann, wie du zum Leben hast? Also die Schnittstelle, also wie weit, das wird noch ein bisschen ein Diskussionsthema werden. Das wird sicherlich ein Diskussionsthema werden, insbesondere dann, wenn wir mehr Parameter auch telemetrisch erfassen können und wollen. Ich bin dem Ganzen ein bisschen offener, weil ich zum Beispiel auch weiß, dass die Betreuung von Patienten mit Herzinsuffizienz mit telemetrisch gewonnenen Daten einfach besser ist. Ja, die müssen seltener ins Krankenhaus, weil man eben frühzeitiger erkennt, wenn was schiefläuft. Und das geht dann in die Richtung, wo man sagen muss, das muss man nicht zwanghaft einführen, aber man kann auf dem Wege den Patienten gesünder halten, selbst wenn er eine schwere Erkrankung wie eine Herzinsuffizienz hat. Also da gibt es also viel, was jetzt gerade... Zum Beispiel, ich bin ja selbstständig, zahle Versicherungsbeitrag, und wenn ich brav bin und nicht rauche, meine regelmäßige Gesunduntersuchung machen, mein Body Mass Index ein Ideal hat, also ich bin groß, aber relativ starke Muskulatur, ich werde den Body Mass Index nie erreichen, also muss ich sowieso mehr zahlen. Also die haben da Definitionslieder gemacht, ich bin nicht insulinresistent, das ist für mich ein entscheidender Faktor, nicht der Body Mass Index. Weil der Index eigentlich nicht geeignet ist, jemanden zu bestimmen. Du hast ja nichts, brauchen wir den Anfang, der ist ja. Vergangenheit. Vergangenheit, ja, also die Parameter sind die falschen gewählt. Das sind die falschen gewählt, also ich werde jetzt bestraft praktisch, obwohl ich ein relativ für mich, glaube ich, einen gesunden Lebensstil pflege. Genau, aber hier geht es ja um den gesunden Einsatz, also im doppelten Sinn, gesunden Einsatz von bestimmten Hilfsmitteln für zum Beispiel kranke Menschen, wo ich die Möglichkeit habe, relativ früh gegenzuwirken, damit es nicht eskaliert. Also wie du vorhin gesagt hast, mit der Herzinsuffizienz, das ist so das klassische Beispiel. Aber das heißt nicht automatisch, dass man jeden monitoren müsste. Das muss ja nicht so gleich sein. Ich glaube, wir sollten uns wirklich in dem Zusammenhang noch einmal mit der Entmündigung beschäftigen. Also wie weit ist eigentlich die Mündigkeit eines einzelnen Menschen noch Thema? Und deswegen bin ich auch der Ansicht, dass der herzinsuffiziente Patient das selber entscheiden sollte. Lasse ich mich monitoren oder lasse ich mich nicht monitoren? Der soll nicht entmündigt werden, sondern der soll selber entscheiden. Das ist manchmal nicht ganz einfach, ja, weil Herzinsuffizienz unter anderem bedeutet, dass die Perfusion da oben Unterstützung im Krankenhaus nicht optimal ist. Ja. Aber da sind manchmal längere Gespräche nötig. Aber ich bleibe dabei, das ist möglich, das ohne Zwang zu machen, und man hilft den Leuten, gesund zu bleiben. Weil mit der Tüte da ins Krankenhaus, das ist nicht schön. Für keinen Beteiligten. Ja, wenn das Thema ist, dann ist es okay. Aber das, was wir gerade vorher besprochen haben, die Krankenkassen mischen sich ein und setzen dich dann sozusagen unter Druck, wenn du nicht dann. Und ich glaube, dass das ein sehr heikles Thema ist, worüber wir wirklich gründlich reden müssen. Und wie das möglich sein kann, dass man diese Freiwilligkeit auch tatsächlich, nämlich auch darüber spricht, mit den einzelnen Patienten. Also soweit ich das verstanden habe, zwingen die Krankenkassen einen nicht in so einen Tarif, der Rabatte vorsieht. Ja, sondern es ist möglich, auch einen anderen Tarif zu haben. Und das ist dann eher eine individuelle Entscheidung. Natürlich wird der andere Tarif ein bisschen teurer sein. Ja, aber freiwillig ein bisschen teurer. Da hängt es dann wieder an dem, wo fängt der Zwang an? Ist das bereits ein Zwang, wenn ich 25 Euro im Monat mehr zahlen muss? Oder ist das noch kein Zwang? Ja, da können wir uns wahrscheinlich streiten. Es steht ja am Feld, du hast es ja so schön plakativ mit dem BMI gesagt, an den Parametern. Ja? Und diese Parameter sind ja immer relativ, weil die ja nie eigentlich das erfassen, wie wirklich der individuelle Gesundheits- oder das individuelle Gesundheitsverständnis wiedergibt. Das heißt, wenn ich jemanden habe, der, sagen wir mal, alles schön erfüllt, aber der nehmen wir das eine Beispiel, eine Risikosportart hat, der wird natürlich sich häufiger verletzen, auch schwerer verletzen, wo dann auch die Versicherung sagen, ja, sorry, also da sind wir nicht dafür zuständig. Jetzt nehmen wir aber ein besseres Beispiel, der zum Beispiel sagt, ich möchte gesund zur Arbeit und ich nehme das in Kauf, dass ich 45 Minuten hinradel und 45 Minuten zurückradel. Die Gefahr, dass er mit dem Radl stürzt auf dem Weg hin und zurück, wenn er durch die Stadt München, wo ich herkomme, ist gar nicht mal so unerheblich, dass da was passieren kann.
muss der dann auch mehr zahlen, weil er ein erhöhtes Gesundheitsrisiko hat aufgrund des Radelsturzes, auch wenn er durch die sportliche Tätigkeit sein kardiovaskuläres Risiko reduziert. Aber das, was ich damit sagen will, ist, es ist individuell so komplex, dass man eigentlich das so gar nicht gestalten kann, dass es wirklich fair und adäquat das wiedergibt, wie es gedacht ist vielleicht. Aber dann sind wir wieder bei dem Thema, was ist uns wichtig an Wert mit der Eigenverantwortung und mit der Zwangsbeglückung? Und ich sag Eigenverantwortung. Wir sind ja auf dem Weg dorthin, das wissen wir doch. Ja. Ich meine, die letzten 3 Jahre haben uns ja, glaube ich, da einiges vor Augen geführt. Und wir müssen uns schon überlegen, welche Verantwortung wir haben, genau in diesem Abwägen und vor allem dann das auch noch einmal mit dem Patienten so zu besprechen, dass es ihm klar wird, wie viel ist da Einschränkung in der eigenen Entscheidungsmöglichkeit. Kann ich überhaupt noch? Darf ich überhaupt noch? Viele brauchen ein Coaching. Ich sehe es, dass Coaching die Zeit. Coaching, Zeit, Coaching, Hilfe, sie schaffen es nicht. Ja. Weil ich sehe es bei meinen Kunden, geht es um ein Darmproblem und um Ernährungsumstellung. Ja, was koche ich jetzt? Wie mache ich das? Mhm. Die scheitern, die schaffen es nicht. Ja? An Diabetiker zu sagen, stellen sie um. Also Diabetes ist wieder so eine eigene Thematik. Die werden ja erzogen vom System. Essen, messen, spritzen, alles ist in Ordnung. Heute mit dem Zuckerspiegel da und alles ist in Ordnung. Schnelles Insulin, langsames Insulin, Metformin und alles ist gegessen. Ja, anstatt Lebensstil zu verändern, das bedarf ein Coaching. Und die Ressourcen wären da, aber die Frage ist, ist es gewollt, dass man diesen Menschen hilft? Ja, es ist ja auch die Frage, ob ich bei dem, also wo ich dann gerade hinkomme für ein Coaching, ob mir der dann auch wirklich, ich sage jetzt mal, das Richtige sagt. Ob der kompetent ist. Naja, es gibt ja schon Experten, die dir helfen könnten, Kompetenz. Also man weiß beim Diabetes Typ 2, dass das mit Lebensstilveränderungen 8 bis 12 Wochen komplett reversibel wäre, wenn man es rechtzeitig angeht. Völlig normal. Aber das sind wir beim Thema Lebensstilveränderung. Lebensstilveränderung. Das hat aber sehr viel mit Bewusstseinsbildung zu tun. Jetzt kann ich den Monitoring machen mit allen Richtungen und Schikanen und sagen, du bist der Risikogruppe, 130 Kilo, ich empfehle dir ein Magenband, dann nimmst du ab. Das ist der einfachste Weg. Was ich sehe. Junge Leute setzen sich am Magenband. Noch die wahnsinnigere Variante ist die Omega-Operation, der Bypass, wo man von Speiseröhren in den Dünndarm geht. Völliger Wahnsinn. Die Operation geglückt. Nur wie die Lebensqualität von den Menschen ist, das schaut sich nicht. Das sieht doch überhaupt niemand. Der Großteil liegt nach 6 Monaten wieder am Tisch, weil die Wundheilung schlecht ist. Aber er hat abgenommen. Ja? Also wir gehen da völlig in ein falsches Gesellschaftsbild. Wir wollen alles mit, weiß ich nicht, teuren Methoden und viel Geld, aber schaffen wir ein höheres Gesundheitslevel? Ja. Ich finde, diese Monitore sind können ein erfolgreicher Anstoß sein, damit man eben solche eingreifenden Maßnahmen vergessen kann. Ich bringe das Bewusstsein zurück zu dem Einzelnen, was passiert eigentlich zum Beispiel mit meinem Blutzuckerspiegel, wenn ich das und das und das esse und was passiert, wenn ich das und jenes esse. Ja, das heißt, ich schaffe da, ich schaffe da auf der Ecke ein Bewusstsein und das dann, Patient Empowerment würde ich das nennen, das den Patienten dann da in die Lage versetzt, besser mit seiner vielleicht noch gar nicht mal existenten, aber zukünftigen Erkrankung umzugehen oder sie gar zu vermeiden. Aber dazu bräuchte ich dann jetzt im Endeffekt, ich nenne es mal ganz neutral, einen Gesundheitscoach, was früher der Hausarzt vielleicht war, weil der mehr Zeit hatte, was ja heute nicht mehr vorgesehen ist, der das mit ihm auch bespricht, ihm auch klar macht, schau, du hast das und das gemacht, das hat dir so und so geholfen und jetzt gehen wir den nächsten Schritt. Aber das ist die, gibt's nicht. Also der ist nicht mehr vorgesehen, es ist keine Person mehr vorgesehen, der jemanden wieder zurück in die Gesundheit führt. Ja, aber wir sind die ganze Zeit, also auch die Geschichte, den Lebensstiländerung, Coaching, das ist wirklich, wirklich das, was früher auch eine Aufgabe von einem Hausarzt war. Das kann man nicht. Die Aufgabe ist immer noch aber da. Die Frage ist nur, wie ist das möglich? Wie kann ein Hausarzt diese Zeiten überhaupt noch irgendwo unterbringen, dass er genau das tut? Oder wie ist das jetzt mit Bewusstseinsbildung? Weil das ist ja Lebensstiländerung und das ist ja alles Bewusstseinsbildung. Also ich denke mir, dass da schon viele Möglichkeiten gäbe und wo man auch zusammenarbeiten kann mit anderen. Und vielleicht ist das eine Möglichkeit, dass wir uns vernetzen, gerade was diese Themen anlangen, auch mit anderen, nicht Institutionen, sondern
wen könnten wir dazu noch mit einbinden, dass der ein Stück von Coaching vielleicht übernehmen kann und dass man nicht gleich wieder in irgendeine Therapie hineinrasselt, sondern es sind zum Großteil pädagogische Begleitungen und nicht jetzt sofort wieder in die Therapieschiene hineinzurutschen. Ich denke mir, dass es viel, viel wichtiger ist, dass wir schauen, was verstehen wir unter Prävention? Wie klar ist uns, dass das eigentlich so etwas wie eine bessere Pädagogik vielleicht ist, die man völlig, völlig unspektakulär, also mitlaufen lassen kann oder auch welche hat, die das auch tun? Ja, Therapie impliziert ja gleich auch wieder, ich bin krank. Ne? Ich habe ja, Therapie. Aber das gehört eigentlich vieles davon, was wir jetzt besprochen haben, in den Bildungssektor. Mhm. Hast du recht. Weil es fängt sehr früh an, Prävention fängt ganz früh an. Ganz früh an, ja. Und es gehört dort hinein und ich denke mir, vielleicht ist es eine Möglichkeit, dass wir uns überlegen, wie wir auch mit Lehrern und Lehrerinnen zusammenarbeiten könnten und das vielleicht einmal auf der individuellen Ebene anfangen, bevor sich das ausnetzen. Also Schulärzte hätten diese Chance ja auch. In der Schule gehört das Fach Gesundheit rein, ja, Gesundheitswissenschaften rein. Dass die Kinder schon informiert werden. Angefangen von der Natur, was es da draußen gibt, was uns am Leben halten, dass wir von da draußen stammen. Und die Bewegung muss rein, die natürlichsten Arten, Bewegung und Ernährung. Und dann würden wir uns vieles ersparen. Weil wenn du einmal in einem Punkt erreicht bist, vom zum Beispiel Übergewicht, die wissen ja alle, dass sie übergewichtig sind und dass sie bewegen müssen. Sie wissen es, sind ja nicht dumm. Aber ich sage immer, Übergewicht ist nicht die Folge von Bewegungsmangel. Bewegungsmangel ist die Folge von Übergewicht. Das heißt, diese Menschen haben je nach BMI ein kleines Zentrum im Gehirn namens Nucleus Accumbens, Belohnungszentrum. Und wenn das atrophiert, hast du keine Lust zu. Du wirst zum No-Go-Typus. Das heißt, die schaffen das allein nicht. Das Gehirn lässt es nicht zu, dass sie mich bewegen will. Die wissen alles. Und gehen dann natürlich in die Komfortzone. Und wenn sie dann noch bestätigt werden von ihren Diabetologen, essen, messen, spritzen, ja, dann verteufle ich erst recht zum Sitzen. Vielleicht kann man auch darauf hinziehen, Entschuldigung, dass die Schulärzte auch noch ein bisschen andere Kompetenzen kriegen, außer Statistiken zu schreiben. Das wäre auch ein sicherlich vernünftiger Zugang. Ja, und auch, dass die für die Lehrer sowas wie eine Art Weiterbildung oder sonst was machen, genau auf den Bereichen. Ja, man könnte, es geht um Vernetzung. Das Dilemma, wenn wir jetzt in Zahlen fassen, Deutschland hat 20 Millionen mit metabolischem Syndrom, 8 Millionen Diabetiker. 30.000 Unterschenkel werden in Deutschland jedes Jahr amputiert durch Zucker. Oh mein Gott. Durch einen falschen Lebensstil. Das wird ja nicht besser. Indien hat 1 Million Diabetikerzuwachs pro Jahr. Also wir sind krank. Die Gesellschaft wird krank durch Western Lifestyle, Western Disease. Und wenn man schaut, man fordert immer mehr Geld in Prävention. In Österreich hat 9 Millionen Einwohner und unser Gesundheitssystem kostet 45 Milliarden Euro pro Jahr. Und schauen wir uns den Output an. Das ist vernichtend. Wir machen gerade ein ganz neues Fass auf und wir sind auch schon am Ende des Gesprächs. Ich muss dich leider jetzt unterbrechen. Noch einmal 2 Stunden über das diskutieren. Welche Art der Prävention? Ja. Ich danke euch ganz herzlich. Wir müssen leider Schluss machen, aber es war ein spannendes Gespräch und wir werden an anderer Stelle weitermachen und greifen das wieder auf, ich verspreche es. Vielen herzlichen Dank. Ich wünsche euch, dass ihr mit eurer tollen Expertise noch vielen Menschen weiterhelfen könnt und wirklich was in der Gesellschaft verändern können. Dazu war dieses Gespräch hoffentlich ein kleines Puzzleteil oder auch ein großes. Vielen Dank. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, herzlichen Dank, dass Sie auch dabei waren. Ich hoffe, Sie haben genauso spannend oder gespannt am Schirm gesessen und haben uns verfolgt. Das wäre zumindest das Ziel gewesen. Und Sie auch verstanden, dass Sie es selbst in der Hand haben. Wir möchten Ihnen Selbstkompetenz wieder vermitteln und Ihnen aus der Opferrolle oder aus einer möglichen Opferrolle heraushelfen mit solchen Gesprächen. Ich hoffe, das haben wir erreicht. Wir wünschen Ihnen oder im Namen meiner Gäste wünsche ich Ihnen Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Bleiben Sie achtsam, wachsam und liebevoll zu sich selbst. Und wenn Sie mögen, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Bis dahin, auf Wiedersehen.